Hallo, ich bin der Dex und ich mag keine Pizza. Und jetzt spielen wir Minecraft. Ich hatte mir überlegt, das mal einfach so mal zu sagen. Und jetzt, nach 2 Sekunden Video, kommt schon der Shitstorm. Was? Dex, du magst keine Pizza? Was ist denn hier kaputt? Bist du verrückt? Ich esse Pizza, ja, aber ich bin kein großer Pizza-Fan. Ich esse lieber was anderes. Kim ist übrigens mit mir im TS, aber die hat sich gerade gemutet, weil sie Janse by the way ist. Die ist gerade, müsste glaube ich bei ihrer Mutter gerade sein und hat kein Headset, richtiges Headset dabei. Hallo Kim. Hallo, Laptop-Mikrofon. Ach, das ehrlich mit dem Laptop-Mikrofon? Mhm. Oh Gott, du musst wirklich, also deswegen hört man auch bei dir das ganze Drumherum irgendwie. Ja. Das war, ja. Das war ja, ja. Den Laptop halt mitgenommen. Dann hatte ich mir überlegt, ach komm, Minecraft lässt mich nicht ausfallen. Ja, Minecraft kann man eigentlich überall spielen, wenn man jetzt nicht, also unsere Stadt ist ja eigentlich noch klein, ne? Ich habe die Renderdistanz auch ganz klein gestellt, auf 6 Chunks oder so. Ja, also mal ganz ehrlich, Minecraft kann man eigentlich wirklich überall spielen. So, ich werde mal ganz kurz hier... Du kannst das hier übrigens, das, was ich bisher hier schon gebaut habe, auch wieder abreißen. Das war nur so ein Vorbau, damit ich mal gucken kann, wo der Weg da hinten noch schön anschließt. Okay, mach ich. Will ich mal gucken. Ich werde mal ganz kurz mal, also wechseln. Hoffentlich passt das so. Wechseln. Nein. Wechseln. Habe ich das jetzt in einer Flucht gemacht? Ja. Wechseln. So, okay. Das sind jetzt erstmal nur die Bäume, die ich hier pflanzen wollte. Mal gucken, was da nachher passiert, was da rauskommt. Ein Baum. Bäume, größtenteils. Ja, wie es nachher aussieht, ich weiß es nicht. Weil du hast ja nebenan hier. Nee, das ist falsch. Nebenan hier so coole Bäume gemacht, die so komische Formen haben. Das fand ich irgendwie ganz cool. Das sind Akazienbäume. Ja, ich weiß nicht, was habe ich für Bäumchen jetzt hier? Eiche und Birke. Mal gucken, was da rauskommt. Eiche und Birke. Wolltest du mir irgendwas zeigen? Du stehst hier so auf heißen Sohlen. War gerade auf K. Das sind Akazienbäume, die wachsen immer unterschiedlich. Das siehst du in der Savanne, das sind die Bäume, die da wachsen, wo ich auf Falco gewartet habe, wenn du dich dran erinnern kannst. Ja, ich guck mir einfach mal an und dann haue ich mir irgendwo einen Akazienbaum oder nimm mir mal ein paar Samen von irgendwo. Aber wenn ich das gerade so richtig sehe, du hast keine Akazienblätter gebaut und das ist nur Eiche und Birke. Ja, habe ich ja gesagt. Ich habe Eiche und Birke gebaut und ich guck mal, wie das nachher aussieht. Wenn das doof aussieht, dann werde ich dann noch... Jetzt habe ich nur diese 2 Arten gebaut und nachher werde ich vielleicht dann nochmal abhauen. Nimm das Holz und werde nochmal neu pflanzen. Aber ja. Bei Birken können auch nicht diese Riesenbäume entstehen, wie die bei den Eichen entstehen können. Das ist eigentlich nicht schlimm, wenn da so ein Riesengerät kommt. Das finde ich nicht so schlimm. Ja, es kommt immer drauf an. Manche sehen gut aus, manche nicht. Aber das kann man ja auch wieder abbauen und wieder hinsetzen. Richtig. Aber ja, theoretisch habe ich dir was. Habe ich was zum Zeigen für dich, ja. Wenn du so weit bist. Bin ich wirklich so weit? Du hast eine Rüstung an. So, ich setze das nochmal hier. Ich setze hier nochmal ganz kurz so eine kleine Rosenecke. Ich versuche gerade ein paar Sachen nochmal schnell loszuwerden. Ja, ist schon ein Baum gewachsen. Ich habe schon gesehen. Ja, und der ist so klein. Aber das ist ein Standardbäumchen. Naja, stimmt. Müssen wir mal nachhinein nochmal begucken. So. Und... So. Ich sehe schon, du gehörst auch mit dir zu der alles voll mit Blumenfraktion. Ja, ich finde das ganz gut, aber ich gucke mir das nachher mal an, ob ich. Man kann die ja so schön umsetzen. Ich werde nämlich jetzt auch noch mal ein paar Kürbisse pflanzen. Das kann ich ja währenddessen schon mal machen. So. Du wolltest mir was zeigen, ja? Soll ich mal mitkommen? Nee. Du wartest mal eben ganz kurz. Mir ist noch was eingefallen. Also für die Leute, die irgendwie jetzt irgendwie schon reingeschaltet haben, Kim ist gerade unterwegs und hat nicht ihr Mikrofon dabei. Deswegen hört sich das alles ein bisschen Banane an. Aber hey,
Hauptsache, sie ist dabei. Und Hauptsache, sie hat die Minecraft-Sucht nicht vergessen. One more block. Minecraft ist wahrscheinlich immer noch nach all den Jahren immer noch mein Lieblingsspiel. Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen. Die Spiele, die ich am meisten gesuchtet habe, jetzt kommt die Spiele, die ich am meisten gesuchtet habe, war, ich glaube, Platz 1 ist Fallout 1 und 2, ganz besonders 2. Danach kommt Battlefield 1942. Damit habe ich meine Online-Karriere angefangen. Da habe ich auch in der ESL gespielt und so ein Quark. Danach kommt World of Warcraft. Ich rede aber jetzt von den PC-Games, ja. Sonst würde ich Mario und Zelda sagen. Dann kommt World of Warcraft. Ark. Ich muss gerade überlegen. Civilization habe ich auch sehr, sehr runtergesuchtet. Also man merkt schon so ein bisschen querfällt ein alles. Anno 1. Oh. Anno 1 und ganz besonders ein Anno 1700, als der Online-Mode das erste Mal rauskam. Das war echt brutal. Da habe ich ja mit den Freunden gesuchtet. Bei mir ist das schwierig. Also Minecraft ganz viel. Monster Hunter jetzt das neue Monster Hunter World ganz viel. Skyrim. Aber hast du das wirklich so viel gespielt? Weißt du, was ich meine? Weil ich denke mal nicht, dass du Monster Hunter World wirklich so viel gespielt hast, wie jetzt zum Beispiel Ark oder irgendwelche anderen Games. Nee. Also Ark, also sagen wir mal so, Ark hat von allen Spielen, die ich habe, definitiv die meisten Stunden. Also da habe ich die meisten Stunden. Aber rein vom Liebefaktor könnte man wohl sagen, ist Ark, glaube ich, auf vierter Stelle. Ja, weil wir das Spiel einfach auch wirklich so gesuchtet haben, dass wir wirklich jeden Bug kennen. Und du ganz besonders, du hängst ja sowieso in jedem Baum immer drin fest. Ja, ich habe auch bei Sea of Thieves einen Bug gefunden, den vorher noch keiner kannte. Siehste? Und das ist ja das. Wenn man das Spiel ja so intensiv kennt, dann ist das meistens, dann fällt dann auch die Liebe dieses Spiels irgendwo auch in die Richtung des... Ach nee, dann... gar nicht. Es ist einfach nur, dass ich liebe Ark. Ark ist super. Trotz der ganzen Bugs und Fehler und Wildcard und alles mögliche ist. Und Wildcard. Immer noch ein absolut geiles Game. Habe ich das schon ausgestellt? Aber es ist halt so, dass es ein paar Spiele gibt, die noch besser sind. Ach nee. Ach nee. Oh. Das ist aus, das regnet. Ja, ne? Und ich habe Minecraft. Ach, Minecraft habe ich gar nicht erwähnt gehabt eben, oder? Kann das sein? Nee, hast du nicht. Nee, und Minecraft habe ich bis zum Umfallen gespielt. Wirklich bis zum Umfallen. Aber. Aber World of Warcraft. World of Warcraft, das war so ein Spiel. World of Warcraft, da ist man in so einer Sucht verfallen, ne? Dann kann man auch. Dann steht man morgens auf, das erste Mal, was man denkt. World of Warcraft. Dann gehst du erstmal online, musst erstmal in deinem Auktionen gucken, ob das alles läuft. Und dann, du könntest ja eigentlich währenddessen du ja beim Frühstück bist oder sowas, könntest ja noch schnell eine Quest machen eigentlich. Und du könntest ja eigentlich schon mal in die Richtung X laufen, weil der Weg ja so lang ist. Du könntest ja aber schon mal. Oh, und dann, oh, 4 Stunden schon vorbei. Hm. Was eigentlich? Zum Glück bist du um 5 Uhr aufgestanden. Ja. Ich hab das. Moment. Okay. Ich hatte das tatsächlich mit Minecraft in der Schule. Dass wenn du in der Schule sitzt und dich langweilst, ist, dann habe ich meine Minecraft-Bildzimmer und darüber nachgedacht, wie ich jetzt welches Gebäude wo hinstelle und wie ich das strukturiere und was weiß ich was. Das war definitiv interessanter als das, was man in der Schule teilweise gelernt hat. Wolltest du mir jetzt was zeigen oder? Ich gehe hier und warte darauf, dass du soweit bist, beziehungsweise dass der Regen aufhört. Ja, komm, wir warten, bis der Regen aufhört. Ich habe gerade irgendwie keinen Bock. Ich kann mich dann nicht so viel bewegen, deswegen wundere dich nicht, wenn ich... Weniger läufst, ja. Ich habe schon verstanden, dass du einen auf
auf Ruffy machst im Weihnachtsevent. Ruffy hat gesessen. konnte sich nicht bewegen, weil das Weihnachtsevent ja so voll gequetscht war von Items. Er hatte, glaube ich, immer 3 FPS gehabt oder 2 oder sowas, die Arme. No. So, jetzt, Ruffy, du kannst jetzt aufstehen und dein Geschenk nehmen. Okay, sie steht auf. Du siehst, wie sie so, wie so ein Ghost zack, überall hin ghostet. Naja, ist ja auch, Ja, ist alles, was mit Leuchtzeug zu tun hat und kleinen Objekten, ist ja so dann immer der Tod für jeden Rechner. Wir hatten die ein bisschen ausprobiert, überall so ein bisschen mal aus der Deko aufgebaut und also einigen hat auch schon gereicht, um den Rechner zum Beispiel zu bringen. Na, baust du da hinten nicht zu weit? Nee, ich geh jetzt runter. Da ist schon die Terraform. So, das war's. Mehr wollte ich nicht machen. Ich wollte das nur wenigstens. Ist es schon zu weit? Das ist zu gerade. Mach das mal ein bisschen natürlich. Ja, kann man mal gerne machen. Ich wollte aber, das sollte ja nicht natürlich wirken, weil ich wollte hier eigentlich irgendwie noch was hinmachen, was man hier so ein. Ich finde das Haus finde ich so schön, aber irgendwie ist das hier so ein riesengroßes Loch, was man hier noch machen könnte. Irgendwas kann man hier noch machen. Hör doch mal, Papi, quatschen, was da ist. Wer wollte die Bar? Na, mal gucken, was Fabi und Rafa so. Das ist ja Fabis Haus und Rafa. Mal gucken, was die dazwischen setzen. Da passt bestimmt noch irgendwas hin. Ja. Ich werde jetzt einfach gleich mal ein paar Bäume hier hinsetzen. Ich habe ja noch ein paar Samen. Und wenn die dann sagen, nö, lassen wir so zuwachsen, dann ist es eben so. Na gut, Bäume würden aber auch bestimmt gut passen. Ja, bestimmt. Ich Fabi, aber ganz ehrlich, Haus wird schon ein bisschen überwachsen sein. Ich würde lieber diese Bäume. Hast du hier Akazien? Samen noch rumfliegen? Ja, klar. Schmeiß mal rüber. Achso, sind im Magazin, ja? Im Lager. Na, dann gehe ich mir die kurz jetzt holen. Ich bin unterwegs schon. Hat er ja genug mitgebracht. Genau. Es regnet ja auch wirklich immer, ne? Na klar. Was wir auch, was du aussetzen könntest, wäre noch ein bisschen was Geschichte. Was ihr mir mal in den Kommentaren schreiben müsst, ich habe gerade mein Aufnahmemode mal umgestellt. Meine Aufnahmedateien, das heißt so 30 Minuten, wären sonst immer so an die 20 Gigabyte. Ich habe das umgestellt und jetzt müssen 30 Minuten so an die 60 Gigabyte sein. Dann sagt mir einfach mal, ob das schöner wirkt oder ob das gleich aussieht oder... Oder vielleicht irgendwie doch scheiße im Gegensatz. Weiß ich nicht. Ihr könnt mir ja dann mal schreiben. Oder merkt man da gar nichts? Ja, natürlich. Es regnet. Es sind kaum Striche vom Himmel. Ha. Na gut, das ist Minecraft. Es kommen Striche vom Himmel und Pünktchen vom Boden. Mein Gott. Pass auf, dann mache ich jetzt, bevor das nämlich jetzt wächst, das Ganze, mache ich mal ganz kurz. Zack. Hier ein Akazienbaum. Und hier noch ein Akazienbaum. Ich hab dir noch andere Sätze mitgegeben, wenn du mal gucken willst, wie die aussehen. Hast du mir mehr gegeben? Oh ja. Noch Tropenbaum. Oh, die sind aber riesig, ne? Nee, finde ich nicht. Bitte? Die sind riesig, wenn du sie 2x2 setzt, also die 4er-Ding. Wenn du nur 1 setzt, werden wir es auch so. Ungefähr so wie Birken, ein bisschen höher. Aber nicht viel. Also die sind auch klein. Wir werden sehen. Jetzt werden sie wachsen, weil das ist nach der Seite. Ich habe jetzt mal gewechselt. Jetzt kommen ganz viele verschiedene Bäume. Ich warte wirklich, bis der Regen aufhört. Das geht mir gerade voll auf den Nerv. Wir könnten irgendwie, wenn wir alle schlafen gehen würden, dann wird der Regen weg sein. Ja, komm. Gibt's im Bett? Gibt's im Bett? Gibt's im Bett? Gibt's im Bett? Ins Haus. Du schreibst schon, denke ich mal. Ja, kann man doch hören. Au. Mal gucken, ob jemand schlafen geht. Dex. Was denn? Dex. Mal gucken. Ruffy ist natürlich nicht am Rechner und steht bestimmt irgendwo im Haus oder sowas. Ah! Sehr schön.
mein Vertrauen. Was zu stören ist mit dem Regen? Das Prasseln, das Knallen und das ganze Rauschen, das unterdrückt deine Stimme. Man hört dich nicht. Das ist immer. Na gut, das ist aktuell mit der aktuellen Soundqualität auch nicht so schlimm, aber. Ja, jetzt geht's. Das verstehe ich wieder ganz gut, aber beim ganzen Gerampel und Gerumpel hier, dann ist das nun echt schwer, dich mal zu verstehen. Jetzt kannst du mir zeigen, was du mir zeigen wolltest. Wo fangen wir an? Geh zu mir, Dexon. Okay. Also ich denke mal, es wird der neue Park. Du hast mir ja den Park schon mal gezeigt und wolltest den nochmal abreißen, ne? Ja, der sieht jetzt komplett anders aus wieder. Ja, der hat mir so nicht gefallen, wie wir ihn da gemacht haben. Okay, Sag Sekunde. mal, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen Ich hast. muss mal hier was hinsetzen. Ist ja mal voll hässlich hier. Das ist ja mal so hässlich hier alles. Na, es ist halt, hier ist Mopschüssel, das heißt, hier ist Gras. Ich weiß nicht, hier unten, das hast du wahrscheinlich schon gesehen, diesen Holzsteg Ja, runter am Strand. ja, ja. Und dann kommen wir hier mit. Das ist schön. Ladybug. Oh, das ist schön. Warte, ich muss mal ein Foto von machen. Dreh ich mal um. Natürlich mit dir drauf. Hallo. So, bleib stehen. Ladybug. Okay. Habe ich das Foto eigentlich gemacht? Ja. Ich muss mal gucken, wo der Foto-Button ist. Für jedes Spiel ist ein anderer Foto-Button. Also Minecraft ist F5. Bei mir ist bei Steam habe ich das nicht mal auf F12, sondern habe das auf Rollen gesetzt. Anders geht es leider nicht. Auf F12 ist beim schon besetzt. In einem anderen Spiel ist das auf der F6. Oh. Also, was jetzt interessant wäre, das hier ist eine Wasserrutsche, Dex. Da kannst du einfach nicht einmal reinsetzen. Musst dich aber etwas rechts halten, damit du nicht wegstecken bleibst. Machen wir es gleich oder soll ich es also jetzt schon machen? Mach mal jetzt. Oh Gott. Du hast hier vor den Graben gegraben. Das ist eine Schlucht und das mit der Wasserrutsche war gelogen. Ich wollte, dass du da runterfällst. Komm mal rauf. Ach, das ist ja nett von dir. Du Lügnerin. Glaub niemals einer Kim. Hast einen Flug-Pokémon, Dex. Wieso? Ich kann auch hochschwimmen. Und das dauert so lange. Ja, das mache ich jetzt extra. Wir müssen noch Ach die Folge künstlich ziehen, Mann. Okay. Aber es bleibt unter uns. Okay. Mein! Oh nein, geh weg da, Mann. Oh. Was ist das denn hier? Hier fliegen ja die Steine. Ja, das sind Minecraft-Steine, die können das. Du siehst? Ich sehe, dass Eine Steine fliegen können. neue Schlucht entstanden über der. Gut, dass Ja, hier hier auf dieser kleine Seite Brücken kommt sind. auch. Hast du die gemacht, ja? Ja, klar. Okay. Block für Block ausgemeint. Aber ist noch nicht so tief, wie ich sie eigentlich haben würde, gerne, aber. Ist das Natur, dass Pilze auf dem Boden wachsen hier, auf so einem Kiesschotterweg? Na, du siehst, die sind ja nicht auf dem Kies. Das ist das nennt sich Potzol. Ja, ich weiß, das weiß ich schon, aber ich meine jetzt, du sagst immer Natur, dass ich das Natur Ja. belassen soll und das ist doch nicht Natur, das ist alles von manchen Kims Hand gezeugter Irrsinn. Ich wusste es. Zum Glück habe ich einen Helm an. Habe ich einen Helm an? Habe ich einen Helm an? Was eine komplette Rüstung anwächst. Okay. Ich sehe mich leider nicht. Das Spiel ist scheiß programmiert, ich habe keine Füße. Ich habe keine Füße. Guckst auch noch. Kriegst auch einen hier, ey. Für das so, dass du nach unten guckst. Auch mit großen Pilzen. Kann man die rauchen? Bestimmt, aber wer sie abreißt, muss sie neu pflanzen. Ich mache gerade Fotos. Ich muss gerade ein schöne Ecke finden, wo ich ein Foto für ein Thumbnail machen kann. Hier geht's entweder rüber zu meinem Hafen. Man kann auch, ich habe eventuell eine Ecke finden. Kann man hier auch durch. Dicht. Voll viel Gemüse überall hier. Ja, klar. Dann kannst du sehen. Du hörst dich an, was machst du denn da? Laufen. Okay. Oh, das ist schön hier. Das ist ein schönes Foto. Pass auf. Pass auf, ich mach das mal anders. Jetzt gefällt mir schon besser. So ist schön. Okay. Und was eventuell, kannst du hier noch nicht weiterkommen. Was macht der denn hier?
Versunken im Sumpf? Nö, es liegt ein Helm auf dem Boden. Sieht so aus. Ich hab das reingekriegt, dass man den Armostat nicht mehr sieht. Und weil er da rumgetüftelt. Ja, das ist dir vielleicht aufgefallen, vielleicht auch nicht, weil man sieht, Seiten sind die gut zugewachsen, aber von. Warte. Wann sieht man das? Von hier ungefähr. Die Bäume sind nicht natürlich gewachsen. Die habe ich selbst hingesetzt. Ah, okay. Blöckchen für Blöckchen. Und die hereinragten so ein bisschen übers Wasser. Spielst du gerade Minecraft über die Tastatur von dem Laptop? Ja. Mann. Ja. Die Tastatur von Microsoft kostet 6 Euro im Laden. Und dann kannst du auch vernünftig. Das hört sich an, das hört sich so an gerade. Warte, pass auf, ich muss ein bisschen näher gern gehen. Hier, Mikrofon ein bisschen an meine Tastatur. Das hört sich an. Ja. Misshandlung der Tastatur. Hast du lange Fingernägel? Nein. Bist du Fingernägel-Kauerin? Das nicht, aber ich finde lange Fingernägel nervig. Okay. Von wo du eventuell noch ganz gut gucken kannst, das auch von hier aus. Ich finde das hier auch ganz schön hier. Pass auf, ich mache mal ein Foto von dieser Ecke hier. Es hat sich nichts geändert, Leute. Ob ich jetzt bei Ark unterwegs bin oder bei Ark oder bei Minecraft oder weiß der Teufel. Also Fotos werden geschossen wie die Weltmeister. Wie der Weltmeister. Es gehört sich so. Für mich. Gefällt mir ganz gut. Das sieht ziemlich verwirrend aus. Aber das ist das Gute daran. Ich mag das ja auch so, dass es so ein bisschen naturverrückt ist. Kunst. Oh, ein umgefallener Baum. Das ist ja schön. Ja. Meintest du doch, dass du das, als du mich mehr oder weniger beauftragt hast, dass das so wild sein sollte, wie ich das auch bei in der Savanne gemacht habe? Fand ich gut. Ich finde das auch ganz cool hier. Auch überall, die Flüsse sind auch überall irgendwie, dass sie zusammenlaufen und dann eben halt runter in die Schlucht. Gefällt mir. Wenn du jemals mal Ranken brauchen solltest, kannst du runter in die Schlucht gehen, da wächst genug. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Komm mal her. Ja, Sekunde, ich habe gerade gewartet, bis hier das Grüne endlich hier oben zugewachsen ist. Da kann ich nämlich die Bäumchen pflanzen. Wenn du mal hier runter guckst, da unten siehst du, dass die anderen Steine etwas anders sind. Ja. Das ist das Dach vom. Wie heißt das? Bahntunnel. Ach was, ehrlich? Das ist auch cool. Das können wir ja vielleicht eigentlich mit Glas machen, damit man da reingucken kann oder hochgucken kann. Hatte ich mir auch schon überlegt. Und ja, da drüben ist noch so ein kleiner See. Alles voller Wasser, weil ich finde Wasser in Parks immer so super. Ja, das gehört dazu. Finde ich gut, ja. Dann eventuell habe ich noch einen anderen Aussichtspunkt, von wo aus man den Park ganz gut sieht. Ich klaue mir gerade mal ein bisschen Schilf oder Rohr. Wie heißt das hier? Dingsrohr. Schilfrohr. Ja. Die Stelle da, wo die Ratte ist, der Ratte Karl ist gerade, sie ist doch ziemlich leer, ne? Findest du nicht? Sagen wir mal so, es sollte. Erstens ist es eine Wiese. Parks haben auch immer irgendwo eine Wiese. Und zweitens. Die Hunde scheißen, meinst du? Ja, zum Beispiel. Aber zum anderen ist da auch der Eingang von Fabis Haus. Und das wollte ich jetzt nicht so komplett zuknallen. Stimmt, das ist ja hier das Haus von Fabi. Der hat ja gar keinen Weg irgendwie hier. Wir müssen mal, weißt du, wenn du noch so ein bisschen Kies hättest, machst du einfach so einen simplen Weg, einfach so einen Einmalblockweg hier so rüber, so quer, damit das hier wenigstens so ein bisschen angeschlossen wird, das Haus. So. Das arme Ding hier. Ja, da wollte ich noch überlegen, ob ich da noch was extra hinmache oder ob ich das im Prinzip einfach so mit Wieseneingang lasse. Weil ich fand das eigentlich auch ganz schön, aber meine Gnomi auch, dass so eine Wiese auch ganz gut aussieht. So dieses total dicht verwucherte von da drüben und halt eine Wiese von einem Haus als so ein bisschen kontrastmäßig. Der Katzenbaum ist übrigens gewachsen in den Birkenbaum rein. Sieht komisch aus, aber... Der Katzenbaum? Akazienbaum. Oder war das nicht Akazienbaum, was du mir gegeben hattest? Doch. Ach, hier drüben, ich seh's. Das ist aber nicht so schön. Das würde ich eventuell nochmal abreißen. Den Baum meinst du? Ja, das sieht doch komisch aus. Natur?
Naja, wie gesagt, bei mir ist kaum ein Baum natürlich gewachsen. Die wurden alle manuell dahingesetzt. Oh ja, mach du. Ist eigentlich mir ist es eigentlich Wurst. Wenn du sagst, du willst die alle natürlich haben, dann mach sie natürlich. Ich habe nur gesagt, dass das, wie das jetzt gewachsen ist, so ein bisschen merkwürdig aussieht von der Seite aus. Ich finde also, ich find das gerade total cool, wie das hier so in den Dings reingewachsen ist. Aber ist mir egal, du kannst es ruhig aber auch abreißen. Ich habe da jetzt Nö. keine Präferenzen. So, pass auf, dann machen wir das hier so. Okay. Wachsen die überhaupt hier? Ich glaube nicht, das ist zu wenig Platz, oder? Welche die? Doch, das Ja. müsste warten, die müssten wachsen. Ich weiß es nämlich nicht. Oh, was? Ach so. Ach Gott, habe ich mich erschreckt. Die haben gar kein Wasser. Ich weiß gar nicht, ob die wachsen. Müsste ich mal vielleicht irgendwie. Bäume brauchen kein Wasser Nee, zum nee, Wachsen. keine Bäume. Ich meine jetzt hier die Melonen, die ich hier noch irgendwo angepflanzt habe. Habe ich ganz vergessen. Die haben gar kein Wasser. Das stimmt. Das geht so nicht. Ich glaube, Rafa will dir auch noch was zeigen, Dex. Er steht Okay. hier auf dem Hauptplatz. Okay, das mache ich jetzt gleich mal mit der Raffi. Ich werde erstmal jetzt, sage ich erstmal schon Tschüssi, Leute. Ich fand das eigentlich ganz cool. Der Park gefällt mir so ganz gut. Ich finde auch den Übergang ganz gut, dass wir auch hier mehr oder weniger alles langsam zukleistern. Langsam kommen auch mal wieder ein paar neue Gebäude hin. Ich hatte eigentlich eine neue Idee gehabt, was zu bauen. Aber ich wollte eigentlich erstmal auch den Friedhof mal zu Ende bauen. Der war ja auch noch geplant gewesen. Okay, ihr Lieben, das war's erstmal. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.